Ich habe sehr viel Zeit hier verbracht, vor allem in dem einen Jahr, wo ich in Griechenland gespielt habe. Aber auch mit der Nationalmannschaft und mit meinem Verein waren wir sehr oft. 10 Minuten Fußweg von hier ist das erste olympische Stadion. Und wenn man das Privileg hat, einmal da reinzugehen und sich das alles anzuschauen, dann ist das schon eine großartige Sache. Aber insgesamt ist Athen eigentlich, wenn man sich die Städte in der Euroleague anschaut, eigentlich, wenn nicht Top 1, sicher Top 3. Als ich 2011 im Sommer gekommen bin, ich hatte keine Ahnung von München, weil München hatte mit Basketball absolut nichts zu tun, außer der Flughafen, wo man umgestiegen ist bei internationalen Reisen. Und ich habe eine kleine Wohnung bekommen in der Nähe von der Siebenerstraße. Und dann klingelt es an meiner Tür eines Nachmittags. Steffen Hamer sagt, komm runter, ich bin hier mit einem Freund, lass mal ein bisschen, wir zeigen dir ein bisschen. Du suchst ja eine Wohnung und Luca wird eingeschult. Dann gehe ich runter, ist ein großer Audi, ich steige rein. Steffen sagt, setz dich vorne, neben mir sitzt Bastian Schweinsteiger. Und man muss sich vorstellen, 2011, da war er wahrscheinlich kurz vor oder in seiner Prime als Nationalspieler und natürlich Bayern-Spieler. Und dann sagt er zu mir, hey, wie geht's? Ich habe gehört, du suchst eine Wohnung und kennst dich in München nicht aus. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, dann ich zeige dir mal die Stadt. Und dann ist er tatsächlich 3 Stunden sind wir rumgefahren. Wir waren in Schwabing, wir waren in Glockenbachviertel, keine Ahnung, wo wir alles waren, überall. Und dann hat er gesagt, hier ist eine Schule, die ist eigentlich Grundschule, die ist exzellent und das ist tatsächlich da, wo ich jetzt auch wohne, in der Münchner Freiheit. Und dann waren wir fertig und er sagte, oh, jetzt zeige ich dir ein gutes Restaurant und ich kenne den Besitzer und immer wenn du was essen willst, kommst du hier. So, da bin ich nach Hause gegangen, weil ich währenddessen gedacht habe, es ist eine versteckte Kamera, weil das hätte Stefan, hat das Talent, solche Sachen ab und zu mal zu ziehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ein Schweinsteiger dir Zeit nimmt, also dir deine Zeit in München erstmal zu vereinfachen, dann bist du natürlich auch verpflichtet, wenn ein Spieler kommt, dass du das genauso machst und dass die Leute dann immer mehr, wenn Leute kommen, immer mehr neue Leute kommen von den Älteren, weil die schon ein bisschen länger dabei sind, dieses Gefühl weiter transportieren. Und es ist einfach so, dass es nicht, wie ich schon gesagt habe, nach einem Regelwerk passiert, sondern es passiert einfach, weil wahrscheinlich das über Jahrzehnte lang gepflegt worden ist. Und so ist es tatsächlich auch bei uns im Basketballverein. Ich kann mich erinnern an unser erstes Euroleague-Spiel, das war 2013 in Zelenogora. Und da gab es bei dem technischen Kommissar, bei unserem ehemaligen Spieler Boris Savovic, ein Dreher bei der Passnummer, ein Zahlendreher. Und obwohl er seinen Originalpass dabei hatte, wollte der technische Kommissar ihn nicht spielen lassen, weil die Euroleague bei der Eintragung seiner ID-Nummer einen Fehler gemacht hat. Und dann habe ich mich um solche Sachen gekümmert, das ging ja bis Viertelstunde vorm Spiel. Und mittlerweile hat sich genauso wie unser Gesamtverein die Struktur um den Sport nicht nur geändert, sondern krass weiterentwickelt, sodass ich praktisch da eher dafür verantwortlich bin, dass die Logistik und Infrastruktur zur Verfügung gestellt wird. Aber es ist mir wie bei jedem Mitarbeiter, auch beim Spieler wichtig, dass er sich wohlfühlt. Das sind zu 90%, 95% wirklich ernste Gespräche, das kommt auch vor, aber meistens geht es um die Familie, meistens geht es um, ob alles stimmt, ob man sich wohlfühlt, weil das für uns doch sehr wichtig ist, dass die Spieler wohlfühlen und manchmal ist das ironisch, sarkastisch, manchmal machen wir, oder die machen mehr Späße mit mir als ich mit denen, aber das gehört auch dazu. Untertrennt immer sehr viel zwischen emotionalen Sachen und das, was jetzt dann zählt,
außerhalb des Spiels. Im Spiel merkt man einfach, wie viel Spieler er noch ist und diese Qualität, dass er ein sehr guter Spieler war, das sieht man auch immer wieder in seiner Arbeit. Natürlich spielt bei mir auch eine ganz große Rolle, dass ich ehemaliger Spieler bin. Und das Schlimmste für mich in dieser Zeit ist, dass ich natürlich nichts machen kann. Als Spieler kannst du spielen, kannst du werfen, daneben werfen, Fehler machen, gute Sachen machen. Aber wenn du daneben stehst, dann denkst du sowieso, du kannst alles viel, viel besser, was faktisch nicht stimmt. Aber es ist mit der Zeit besser geworden. Es gab Spiele, wo ich dann nächtelang nicht schlafen konnte, weil wir verloren haben, oder 3 Tage lang gefeiert habe, als wir gewonnen haben. Aber das hat sich Gott sei Dank durch ein bisschen Erfahrung in mittlerweile 11 Jahren gut zentriert. Ich hätte Trainer werden können, aber ich habe einen ganz großen Respekt vor diesem Job, auch wahrscheinlich deswegen, weil mein Vater Trainer ist und ich das hautnah miterlebt habe, wie schwer und wie kräftezehrend dieser Job ist. Und manchmal, da hast du vollkommen recht, sage ich ein paar Sachen während dem Spiel. Ich versuche das nicht so oft zu machen, weil das gehört sich auch nicht. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, wir haben Sportdirektor und wir haben mittlerweile, weiß ich nicht, 5, 6 Trainer, die da rumlaufen. Aber manchmal kann ich mich nicht kontrollieren. Ich hoffe, ich helfe immer, manchmal helfe ich nicht. Das weiß ich selbst und entschuldige ich mich auch. Aber es zieht halt einen mit. Aber Trainer werden, das ist ein No-Go. Das gibt's ja nicht. Wir sehen uns. Unfassbar. Ich bin Wettkämpfer. Also ob wir jetzt Darts im Office spielen oder ein bisschen Tischtennis oder Freiwürfe gegen ein paar Spieler, ich will immer gewinnen. Und das ist halt, stammt noch von meiner Zeit als Spieler. Und da hat sich nicht viel geändert. Marco ist sehr nah dabei, also er kümmert sich sehr, sehr besorgt um die Spieler, ist immer dabei, will immer das Beste maximal rausholen, will, dass er sich wohlfühlt, ist sehr hilfsbereit, also hat mir auch oft angeboten zu helfen, auch in meiner Krankheitsphase, ob ich irgendwas brauche, ob ich das vorbeibringen soll, also ist sehr zuvorkommend und wie gesagt, man merkt es an, dass er seit langem dabei ist, ist so ein Familiending für ihn und so behandelt er auch jeden hier. Hey, we hug every Tuesday. Hey, we have a traditional picture we have to make when we make a player. It's right here. Also für mich ist Verbundenheit bezogen zu unserem Basketballverein, startet erstmal mit der Verantwortung gerecht zu werden, also der Verantwortung gerecht zu werden, die man bekommen hat. Und ich glaube, das ist erstmal die Möglichkeit zu bekommen, für den Verein zu arbeiten, dann so viel Vertrauen entgegengesetzt zu bekommen, ist etwas, was eine gewisse, noch größere Verantwortung mit sich zieht, der gerecht zu werden. Und ich finde, wenn man das richtig macht, entwickelt man zuerst einen Enthusiasmus und durch einen Enthusiasmus entwickelt sich dann
eine Identifikation, und wenn man sich mit etwas identifiziert, dann ist man auch bereit, Verantwortung dafür zu tragen. Und dieser Zirkel, in den man dann reinkommt, wenn man beim FC Bayern München ist, ist für mich genau diese Verbundenheit, weil man muss sich vorstellen, das ist wie eine Zentrifuge, und dann kommen immer Leute rein und die kommen dann in die gleiche Zentrifuge, und ich glaube, da haben wir alle zusammen einen tollen Job gemacht, dass nicht nur ich wahrscheinlich das fühle, sondern jeder einzelne Mitarbeiter oder auch Spieler, die kommen. Es gab viele Meisterschaftsfeier oder Mitarbeiterfeier oder Weihnachtsfeier, die wirklich legendär bzw. großartig waren. Aber ich fand immer, dieses Gefühl war besonders ausgeprägt in Momenten, wo es nicht gut lief. Zum Beispiel, als wir 2016 das Endspiel gegen Alba im Pokal bei uns im Audidom verloren haben. Da fand ich sofort, nach dem Endspiel gab es so ein Zusammenrücken und Zusammenhalten des ganzen Staffs und Mitarbeiter und alle, die drumherum gehören. Ich fand vor allem in der letzten Saison, wo eigentlich ein sehr großer Teil der Mitarbeiter von zu Hause arbeiten musste, dass man das da aufgrund dieser Pandemie und aufgrund dessen, dass wir keine Zuschauer hatten und eigentlich die Mannschaft isoliert war, und ich war Gott sei Dank oder hatte das Privileg, mit dabei zu sein, hat man diese Verbundenheit, obwohl man nicht da war, besonders gespürt. Wir kommen jetzt aus einer eher komplizierten, ich will nicht sagen schwierige, es gibt schwierigere Situation als die, in der wir waren, deswegen sage ich ja komplizierter. Aber trotzdem muss man jetzt gut funktionieren. Und deswegen hoffe ich erstmal, dass wir einen kühlen Kopf bewahren und nicht anfangen, jetzt ständig auf die Tabelle zu schielen und gucken, was müssen wir jetzt machen, sondern wir müssen erstmal fit werden, gesund werden. Dann glaube ich, stehen uns in diesen zwei Wettbewerben, in denen wir noch sind, nämlich Euroleague und Deutsche Meisterschaft, alle Türen offen. Wir haben alles selbst in der Hand. Und mittelfristig ist es einfach so, dass wir ein paar großartige Projekte vor uns haben. Ich glaube, dass uns allen noch nicht jedem klar ist, was für tolle Sachen auf uns zukommen. Aus dem Grund hoffe ich, dass diese gesamte Situation mit der Pandemie und auch die Situation mit dem Krieg in der Ukraine so bald wie möglich ihr Ende findet, damit wir auch alle anfangen, normal zu funktionieren. Weil es ist einfach so, dass jeder mit irgendeiner, jeden Morgen, wenn er aufsteht, mit irgendeiner Bremse im Kopf aufwacht und sich Gedanken macht über Sachen, die in der Welt passieren. Und man hat nicht die Möglichkeit, man hat wirklich nicht die Möglichkeit, frei nach vorne zu schauen, sondern man achtet nur links und rechts, was passiert jetzt momentan. Und deswegen hoffe ich, weil wir diese ganz tolle Projekte vor uns haben, dass sich das legt und dass wir volle Kraft nach vorne arbeiten können.